Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. So, ich habe nochmal kurz auf die Uhr geguckt, das habe ich vergessen vorher zu tun. Wir sind wieder Dr. Watson und wir haben gerade einen Auftrag von Holmes bekommen, dass wir Constable Smith oder so, oder wie heißt das? Ist das so? Wir sollen auf jeden Fall irgendeinen Polizeibeamten Smith finden, ja. Steht jetzt hier gar nicht drin. Aber das sollen wir noch tun. Wir quatschen einfach mal den an. Gucken wir mal. Guten Abend, Constable. Guten Abend, Sir. Mein Name ist Dr. Watson. Sind Sie zufällig Constable Smith, der für diesen Abschnitt des Viertels zuständige Streifenpolizist? Ja, der bin ich. Und Sie arbeiten mit dem berühmten Sherlock Holmes zusammen, nicht wahr? Was kann ich für Sie tun? Da muss man ja ganz schön lange nach dem Constable Smith suchen, ne? Ja, wir wollen den Todeszeitpunkt wissen, okay. Soweit ich weiß, hatten Sie in der Mordnacht hier Streifendienst. Wahrscheinlich können Sie einige Einzelheiten bestätigen, beispielsweise den vom Gerichtsmediziner angegebenen Todeszeitpunkt. Ich war nicht hier, als die Leiche gefunden wurde. Deswegen kann ich Ihnen wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Na super. Das war jetzt wirklich keine Hilfe. Hat uns nämlich gar nichts gesagt. Aber ich habe gehört, Sie hätten das Opfer in der besagten Nacht gesehen. Stimmt. Aber das war vor dem Mord. Ich habe die Frau nicht weit von hier gesehen, gegen 0.30 Uhr oder 0.35 Uhr. Sie hat sich mit einem Mann unterhalten. Okay, also wissen wir auf jeden Fall, dass sie um die Uhrzeit noch lebte. Und was für ein Mann, wie sah der aus? Schreibt mal ein bisschen, Wäre ganz hilfreich. Wie sah dieser Mann aus? Ich habe ihn nur von hinten gesehen. Er hat schwarze Kleidung getragen, einen kleinen Filzhut in dunkler Farbe, eher wie eine Kappe, und hatte einen weißen Kragen. Er schien eher zu den ansehnlichen Leuten zu gehören. Er hat ein Päckchen bei sich gehabt, eingewickelt in Zeitungspapier. Es war ungefähr 18 Zoll lang und 6 Zoll breit. Seine Kleidung erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Handelte es sich um einen großen Gentleman reifen Alters? Ich glaube nicht, nein. Auch wenn ich ihn nur von hinten gesehen habe, würde ich sagen, dass er knapp 30 Jahre alt war, wenn nicht sogar jünger. 28 oder vielleicht gerade mal 26. Er war allerhöchstens 5 Fuß 8 Zoll groß und hatte einen kleinen dunkelbraunen Oberlippenbart. Ich würde sagen, er hatte einen Oliventon. Aber um es noch einmal zu betonen, ich habe ihn nur ganz kurz gesehen. Okay, gab es weitere Zeugen? Hat sonst niemand diesen Mann gesehen? Ich habe über die Tatnacht vorhin mit Mr. Eagle gesprochen, dem Vorsitzenden des Arbeitervereins. Er ist in jener Nacht gegen 0.40 Uhr ins Vereinsgebäude gegangen und hat es über den Duffields Yard betreten, weil der Haupteingang abgeschlossen war. Er meinte, er hätte in diesem Augenblick dort sicher niemanden gesehen, wobei er dem Treiben in der Burner Street selbst keine große Beachtung geschenkt hätte. Er hätte auf das Lied geachtet, das aus dem Vereinsgebäude zu hören war. Kurz gesagt, nein, sonst hat niemand diesen Mann gesehen. Gut, ich danke Ihnen für das Stillen meiner Neugier, mein Freund. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen, Doktor. Okay, und du? Ja, wie steuern wir Holmes? Gehen wir zum Duffields Yard, Watson. Ach so. Wo ist das? Wo ist Duffields Yard? Doch nicht, das sind ja einfach nur die... Moment, ich guck mal. Hanbury Road. London Hospital, wo soll denn Duffields Yard sein? Kann man die Straßen nicht so wirklich lesen, ne? Ich habe gerade keine Ahnung. Einen Moment bitte. Thank you.
Okay. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Dudfields Yard. Ach so. Okay. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn wir da einfach reinmarschieren. Ach so, da war Sie hatten Constable Smith geschickt befragt und konnten ihm interessante Details entlocken. Ich habe alle verfügbaren Informationen zusammengetragen und Sie haben meine Notizen in der Baker Street gelesen. Jetzt können wir die Tat rekonstruieren, wie sie sich in dieser verhängnisvollen Nacht am Ort des Verbrechens ereignet hat. Hier im Dudfields Yard, um genau zu sein, wo Lestrade den Tod gefunden hat. Okay. Es geht also um die Rekonstruktion des Todes von Lestrade. Ui. Ja, die Informationen, die ich alle mal gelesen habe, die sind schon wieder eine Weile her, ne? Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier zusammentragen können. Gott, wie war das überhaupt, ne? Ich guck mal kurz ins Inventar. Nee. Mhm, das. Ach genau, genau das war das, mhm. Ab hier ist, glaube ich, interessant. Am 30. September um 1 Uhr tot aufgefunden. Mhm. Ich lese es gerade so ein bisschen durch, ne? Mhm. Todeszeitpunkt sagt die Polizei jedenfalls um 0.46 Uhr, oder beziehungsweise die Ärzte. Verblutung nach Halsverletzung. Mhm. Durch ein kleines Messer mit langer, stumpfer Klinge. Okay, dann geht es hier um die Kleidung. Die ist jetzt weniger interessant, glaube ich. Und hier nochmal über den Verein. Okay. Na gut, wir probieren es mal. Watson, stellen Sie sich vor, wie das Opfer hier auf dem Boden lag. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Erst hatten wir das andere, jetzt können wir das hier aber machen. Ich gehe nochmal zurück. Wie geht es weiter, Holmes? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wir waren noch gerade bei dem anderen. Waren wir jetzt hier? Nee, da waren wir auch nicht. Hm? Also, mir leid, Leute, ich muss jetzt mal gucken. Zeitachse? Hier war das, da waren wir gerade. Dann möchte ich jetzt auch erstmal hier weitermachen, bevor wir hier tausend neue Sachen anfangen. Also, wir können das natürlich immer zurücksetzen und oder schließen. Ja, schließen nützt uns so nichts. So, Mitternacht, die Zusammenkunft im Arbeiterverein endet. Mitternacht, das ist 0 Uhr oder was? Das war doch später. War das 0 Uhr? Mitternacht, die Zusammenkunft im Arbeiterverein endet. Die Vereinsmitglieder, hauptsächlich jüdische Männer, verlassen entweder allein oder in kleinen Gruppen nach und nach das Gebäude. Okay, wir lassen es erstmal so, ne, was die uns hier sagen, so tragen wir das jetzt erstmal ein. 0.20 Uhr, der Amerikaner verlässt den Arbeiterverein, um frische Luft zu schnappen. 0.20 Uhr ist dann so die Mitte, würde ich hier sagen, ne? Ne, wir sind bei 22. Also da. Um klar, die Mitte kann es ja gar nicht sein. Verlässt der Amerikaner den Arbeiterverein, um frische Luft zu schnappen. Die Straße ist menschenleer. Das sind ja nicht 5er Schritte, ne? Manchmal bin ich ein bisschen klug. 10er Schritte? Ach, was weiß ich. War auf jeden Fall falsch. Zwischen 0.30 Uhr und 0.35 Uhr, Constable Smith sieht, wie sich der Mann mit dem Päckchen mit Lestrade unterhält. Aha, 0.30 Uhr bis 0.35 Uhr. 30. So, dann. Zwischen 0.30 Uhr und 0.35 Uhr sieht Constable Smith, wie sich der Mann mit dem Päckchen mit Lestrade unterhält. So, ich werde das jetzt mal nicht vorlesen, weil das tut ja Holmes die ganze Zeit. Ich ordne das jetzt hier einfach mal rein. Um 0.40 Uhr betritt Eagle, der Vorsitzende des Vereins, das Gebäude über den Dudfields Yard. Er ist also durch den Dudfields Yard gegangen. Hätte sich der Mord an Lestrade bereits ereignet, wäre er wohl auf die Leiche gestoßen. Daher können wir annehmen, dass die Tat später begangen wurde. Also nach 0.40 Uhr.
Um 0.43 Uhr geht Israel Schwarz am Duffield's Yard vorbei und wird Zeuge der Handgreiflichkeiten gegenüber Lestrade. Da hat sie also auch noch gelebt. 0.44 Uhr. So ein bisschen versetzen hier. Um 0.44 Uhr wechselt Schwarz die Straßenseite. Der Angreifer sieht ihn und ruft: Lipski! Der Angreifer muss es seinem Komplizen am Ende der Straße zugerufen haben. Dabei hat er vielleicht mit seinem Kopf auf Schwarz gedeutet, um zu signalisieren, dass er diesen ungebetenen Passanten fortjagen soll. Mhm. Um 0.45 Uhr läuft Schwarz davon und wird für eine kurze Zeit von diesem Mann verfolgt. Was ist das hier? Das Pferd, 1 Uhr? Um 1 Uhr will Mr. Deemschutz mit seinem Karren in den Hof fahren. Das Pony weigert sich jedoch weiterzutraben. Wir wissen, dass der Mord zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr verübt wurde. Daher muss Mr. Deemschutz den Mörder gestört haben. Platzieren wir den Mord an Lestrade auf der Zeitachse, Watson. Naja, irgendwo hier. Gott, wie war denn das schon wieder? Hier, da ist er. Also hier zwischen, verstehe. Zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr wird Lestrade ermordet. Das Verbrechen wurde genau hier begangen, weil ausschließlich an dieser Stelle Blutspuren zu erkennen sind. Wir werden gleich wieder darauf zurückkommen, um zu erörtern, was genau sich zugetragen haben könnte. Nun, uns fehlen immer noch gewisse Informationen, um diese Untersuchung abschließen zu können, Watson. Uns fehlen noch Informationen, ja. Dann würde ich vorschlagen, jetzt schauen wir uns dann mal hier die Leiche an. So, was können wir denn entdecken? Schauen wir erstmal die Hand an, die ist blutig. Ihre rechte Hand und ihr Handgelenk sind blutverschmiert. Mhm. Oh je. Hinweise und Fakten. Ja, aber wir sind doch noch nicht fertig, ne? Ich möchte bitte noch weiter gucken. So, hier sehe ich nichts Auffälliges am Arm. Am Hals natürlich, da ist die Verletzung. Am Hals ist nur ein Schnitt erkennbar, der leicht schräg nach unten weist. Genau. Da sieht auch normal aus. Ich klicke trotzdem, um nichts zu verpassen. Hier ist der Blutfleck. Da ist auch nichts. Ihre Knie und das Kleid sind sauber. Okay. Die linke Hand? Ihre linke Hand umschließt eine Tüte mit Pastillen. Okay. Ihre linke Hand umschließt eine Tüte mit Pastillen. So, ist das ja auch wichtig? Der Boden ist matschig. Der Boden ist matschig, okay. Haben wir jetzt alles? Der Boden ist matschig. Nochmal hier, aber ich denke, jetzt haben wir alles. Okay. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das jetzt hier, herleiten. So, ich werde das jetzt noch machen, auf jeden Fall. Wenn es ein paar Minuten länger dauert. Ich werde sowieso ein bisschen was wegschneiden, weil ich so viel nicht gesprochen habe. Also, einfach mal rein da. Ich glaube, da gibt es keine großartige Reihenfolge. Hoffe ich zumindest mal. Oder? Kann es auch nicht wieder rückgängig machen von nachher. Okay. Oder kann ich das rückgängig machen? Nee. So, die Knie und der untere Bereich des Kleides waren sauber, der Boden war aber matschig. Wie geht denn sowas? Das Opfer war vorsichtig? Nee. Das Opfer hat sich auf dem Boden nicht gewehrt. Das Opfer hat sich auf dem Boden gewehrt. Es hat sich nicht auf dem Boden gewehrt, sonst wären die Klamotten nicht sauber. Vorsichtig? Warum soll es vorsichtig gewesen sein? Ich will mal das hier. Okay. Sie hat sich auf dem Boden nicht gewehrt. Das Opfer wurde auf dem Boden liegend ermordet. Das glaube ich eher weniger. Das Opfer hat sich den Schmutz von der Kleidung gewischt. Wie soll das bitte gehen? Das Opfer wurde im Stehen ermordet. So, Lestrade stand mit dem Rücken zum Mörder. Der tödliche Schnitt erfolgte im Liegen. Nein, der tödliche Schnitt erfolgte im Stehen. Das würde ich schon so sagen. Kommen wir mal weiter. Am Hals wurde ein sauberer Schnitt durchgeführt, der von rechts ausgehend leicht schräg nach unten wies. Der Schnitt wurde im mittleren Halsbereich durchgeführt, der Schnitt wurde mit der rechten Hand durchgeführt, der Schnitt wurde mit der linken Hand... Oh Gott, haben wir wieder das. Moment, ich muss mir das gerade mal vorstellen. Ich würde sagen, eigentlich mit der rechten Hand. So.
Dann haben wir hier das Opfer erlitt, nur eine Verletzung, die jedoch tödlich war. Der Hals des Opfers wurde verrenkt, nee. Am Hals war nur eine oberflächliche Verletzung zu sehen, ja. Das hat ja Holmes erzählt. Der Mörder hat den Schnitt von unten durchgeführt, der Mörder hat den Schnitt von oben durchgeführt. Von oben. Von oben nach unten führend, haben wir gehört. Okay, mal ist größer als das Opfer. Ist kleiner, kann es nicht sein. Ist ungefähr so groß, ich denke größer. Oh, das ist falsch. Dann halt gleich groß. Oh, was? Kleiner? Das ist alles falsch. Verdammt. Okay. Verdammt. Aber das war doch richtig, der Mörder. Dass es von oben durchgeführt wurde. Warum ist das dann rot? Na, verdammt. Gut, ich mach mal hier weiter. Nicht, dass hier alles irgendwie falsch ist. Vielleicht ist ja das hier auch falsch. Der Mörder ist kräftig, der Mörder ist schwach, der Mörder ist Holzfäller. Na, wo soll ich das wissen? Der Holzfäller ist, meine ich jetzt. Kräftig? Der kann auch schwach sein, ehrlich gesagt, wenn der Schnitt nur oberflächlich war. Das ist ein schwacher Mann, ein kräftiger Mann ist eine Frau. Oh Gott, ich bin so schlecht, ne? Das ist alles rot. Mach mal das. Okay. Ich bin froh. Ich muss mal irgendwas grün haben. Okay, der Mörder ist kräftig. Mörder ist ein kräftiger Mann. So, der Schnitt wurde mit der rechten Hand durchgeführt. Jetzt werden wir gleich wissen, ob das richtig ist. Ja. Gut, dann ist das auf jeden Fall schon mal richtig. So, die drei Sachen haben wir mal gemerkt. Das ist alles rot. Das heißt, eins von denen, entweder das davor ist falsch. Das wird jetzt leider wieder Rumprobiererei werden. So. Von oben durchgehört hatten wir, glaube ich, schon. So, dann muss das hier falsch sein. Die war tödlich, die Verletzung, genau. Das Opfer litt nur eine Verletzung, die doch tödlich war. Der Mörder hat den Schnitt auf gleiche Höhe mit dem Opfer durchgeführt. Okay. Mörder ist ungefähr so groß wie das Opfer. Okay, so. Die rechte Hand und das Handgelenk waren blutig. Die Halsschlagader wurde nicht durchtrennt. Das Opfer hat aus der Nase geblutet? Nein. Der Mörder hat den Opfer in die Hand geschnitten? Nee. Das Opfer hat sich den Hals gegriffen, ja. Das würde passen. Die Klinge des beim Mord verwendeten Messers war schmal, ja. Wurde mit dem Wegemesser ermordet? Was für ein Wegemesser? Ach, Wiegemesser. Die Klinge des beim Mord an verwendeten Messers war breit. Nee, die war schmal. Wir haben zwei Theorien. Die erste ist, dass der Mörder von Lestrade und der von Schwarz beobachtete Angreifer ein und dieselbe Person sind. Die zweite Theorie ist, dass Lestrade einen Kunden getroffen hat. Sie unterhalten sich und gehen in Richtung Dudfields Yard, um ungestört zu sein. Als sie dort ankommen, tritt ihr der Angreifer entgegen, während sein Komplize Schmiere steht. Schwarz stört die beiden Männer und sie müssen von ihrem Opfer ablassen. Sie entfernen sich vom Tatort und lassen Lestrade zurück, die zwar aufgewühlt, aber froh ist, dass die beiden Männer ihren Kunden nicht vergrault haben. Dieser Kunde wird sie schließlich ermorden. Beide Theorien sind in sich stimmig, aber ein Detail macht keinen Sinn und schließt daher eine der beiden Theorien aus. Ein unstimmiges Detail, das mit dem Mord in der Hanbury Street zu tun hat. Welches Detail könnte das sein, Watson? Oh je. Sehen Sie sich das Opfer genau an, Watson, und sagen Sie mir, welcher Zusammenhang zwischen dem Mord an Lestrade und den Morden an Polly Nichols und Annie Chapman besteht. Oh je. Soll ich mir jetzt echt die nochmal angucken? Der Zusammenhang ist dieser Schnitt. Nein, das ist wohl nicht richtig. Was denn die Tüte? Die Tüte mit den Pastillen, Holmes. Okay. Die Tüte mit den Pastillen. In der Tat, Watson. Hätte sie sich gegen ihren Mörder zur Wehr setzen müssen, wäre die Tüte nicht mehr in ihrer Hand gewesen. Die Tüte ist nicht heruntergefallen, weil diese Frau die Tüte fest in der Hand gehabt hat, als sie auf den Boden gefallen ist. Wir wissen also, dass der Mörder seine Opfer ablenkt, indem er sie etwas aus ihrer Tasche nehmen lässt. Warum hat er nicht ihre Kehle durchgeschnitten wie bei den anderen Opfern? Er muss befürchtet haben, dass sich diese willensstarke Frau heftig zur Wehr setzt. Warum hat er ihr keine Organe entnommen? Weil Louis Diemschutz gekommen ist. Denken Sie, dass der Whitechapel-Mörder hinter diesem Verbrechen steckt, Holmes? Ja. Und jetzt, da wir diesen Mord dem richtigen Täter zuschreiben konnten, werden wir einen tieferen Sinn dahinter erkennen,
sobald wir die Fakten dieser Nacht untersucht haben. Gehen wir zum Mitre Square, wo Catherine Eddowes ermordet wurde. Und rasch, Watson, denn in 40 Minuten ereignet sich schon der zweite Mord, den wir rekonstruieren müssen. So, wir sind auf dem Mitre Square, Watson. Wir haben nur 20 Minuten gebraucht, um hierher zu kommen. Wenn der Mörder den Dudfields Yard gegen 1 Uhr verlassen hat, wie wir vermuten, ist er gegen 1.20 Uhr angekommen. Wir wissen, dass die Leiche von Catherine Eddowes um 1.44 Uhr gefunden wurde. Gegen 1 Uhr wurde sie aus dem Gefängnis entlassen. Aber wir wissen nicht, was sie zwischen der Entlassung und ihrem Tod getan hat. Es gibt 3 mögliche Zugangswege. Mal sehen, wohin sie führen. Ich habe sicherheitshalber eine alte Karte dieser Gegend mitgenommen, damit wir uns besser zurechtfinden. Beeilen wir uns, Holmes. Diese Gegend ist mir wirklich unbehaglich. So, aber an dieser Stelle setze ich einen kleinen Cut. Denn die Folge ist jetzt wirklich sehr lang geworden, auch wenn ich ein bisschen schneide. Und deswegen rede ich auch nicht lange drüber. Sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.